Jo, einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einem, ja, weiteren Special. Einfach, weil das Spiel jetzt rauskam, also die erste, naja, finale Version von Yuanqi. Ich hoffe, man spricht das so aus, ich habe keine Ahnung. Und ja, das ist ein Spiel von jemandem von, heißt der Once? Ich denke schon. Ich hoffe es. Ist das in der README drin? Ja, von MyTest. GPL-Vortrag überhaupt nicht. Ja, auf jeden Fall von einem Typen, der glaube Once heißt, also RUN und dann glaube noch ein S dran. Geiles Spiel. Der macht doch viele geile Mods. Der hat doch zum Beispiel so eine süße Pet-Mods, also wo man so Haustiere und so hat, so massig Haustiere. Und die ist in dem Subgame auch mit drin. Also, ich bin ein bisschen gespannt und würde mal sagen, wir legen auch einfach mal direkt los. Ich habe dafür nämlich sogar schon einen Server angelegt, weil ich dieses Subgame so geil finde. Wobei ich sagen muss, ich habe da noch wirklich nicht wirklich reingespielt. Also, selbst der Server, den ich gemacht habe, da habe ich ein bisschen den Spawn eingerichtet und das war's dann auch schon. Das heißt, wir spielen quasi blind, was die Spielmechanik als solches angeht. Aber ich habe schon gemerkt, das Spiel scheint tatsächlich sehr Mindtest angelehnt zu sein. Heißt also, es gibt jetzt keine so krassen neuen Mechaniken, wie jetzt zum Beispiel bei Voxland der Fall war oder bei Craft oder ähnliches. So anders ist es nicht. Es erweitert aber das meinte Spiel ungemein. So, dementsprechend weiß ich gerade gar nicht, auf welchem Port das Ding überhaupt gehostet habe. Ich hoffe, es war 16. Ich hoffe es. So, das Passwort sollte stimmen. Bitte funktioniert, bitte sehr richtig, sonst hau ich dich mal kurz. Okay, ich glaube, da war es doch ein Port 18 oder sowas. Ich gucke mal ganz kurz nach meiner eigenen Instanz rein. Welcher Port warst du denn? Es war Port 15? Warum habe ich den auf Port 15 gelegt? Na, nein, ich will wieder. Weg da. Obwohl, doch klar, macht Sinn. Port 16 ist ja mein lokaler Rechner, ich schon wieder. Manchmal könnte ich auch denken, ist. Nein, überhaupt. Ja, nee. Es ist natürlich Port 15, nicht Port 16. Weil die Range von meinem Laptop geht ja nur bis Port 15. Ab 16 geht ja mein lokaler Rechner los. Ja. Und ich will ITler sein. Ich kann mir nicht mal meine eigenen Portbereiche merken. Oh, sie ist traurig. Oh, sie ist echt traurig. Na gut, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir fangen relativ bei Null an. Also, ne, ist neuer Server, neuer Account. Es ist auch ein neuer Seed, also eine komplett neue Map. Und man wird am Anfang direkt sehen. Wusa. Oh, hier ist direkt ein Tier. Schaut mal. Wie knuffig. Man merkt also extrem Voxelart. Hui, guckt ihn euch an, ein Wolf. Oh. Das Spiel wird funny. Das Spiel wird so unendlich funny. Ja, das ist wieder, dass ich hier das Board nicht ausgebaut habe,
Ich wollte hier mal ein bisschen was Extravagantes machen, einfach weil das Spiel halt diese ganzen Blöcke beinhaltet. Man sieht auch schon, alles hier kunterbunt und so. Und deswegen dachte ich so, ach, wisst ihr was, komm, kannst du das Geld mal im vorläufigen Gespawn integrieren. Ich habe da hinten doch die Himmelsrichtungen reingeklatscht. Also ne, da gibt es noch Norden, Norden, Osten, Süden und Westen. Ja, Osten wird mit E geschrieben, weil man sagt Osten. Nein, ist natürlich der englische Begriff, also North, East, South, West. Das Spiel hat Hintergrundmusik? Interessant. Das Spiel hat einfach mal Hintergrundmusik. Okidoki. So, erste Frage. In welche verfluchte Richtung gehen wir überhaupt? Wie gesagt, ich habe die Map selber noch nicht wirklich erkundigt. Alter, so viele Tiere. Und eine Biene. Oh, warum macht die Geräusche? Oh, alle Tiere machen Geräusche. Also man merkt, es ist auf jeden Fall schon sehr atmosphärisch, das Ganze. Oh, was ist das denn? Ein Igel, ein Igel. Ui. Oh, die Biene hängt sogar den Kopf. Oh, Alter, ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Also lieber Once. Geiles Spiel, schönes Spiel, sehr geiles Spiel. So. Ja, die Map startet mitten in Bergen. Da hinten ist kein Berg, ansonsten da ist ein Berg, da ist ein Berg und da ist ein Berg. Easy. Gut, ich würde mal sagen, wir gehen mal in Richtung Süden. In der Hoffnung, dass es dann ein bisschen mehr Wasser gibt zum Beispiel. Weil man sieht hier unten auch schon, wir haben Nahrung und Durst. Wir werden also trinken brauchen, wahrscheinlich. Oder ist das Mana? Das sind doch diese Mana-Symbole, oder? Okay, ich bin gerade ein bisschen... Oh, das ist ja Wüste. Ich bin gerade ein bisschen... perplex. Ja, man sieht doch schon, der hat hier sehr stark von der Etherwheel, glaube ich, Mod kopiert oder die als Grundlage genommen oder wie sagt Geier was. Weil man sieht schon, die Sachen kennen wir auch aus dem Etherwheel-Server. Beziehungsweise eher privat aus der Etherwheel-Mod. Da hinten gibt's gleich Kaffee. I guess. Das Problem ist, mit Kaffee kann man so alleine nichts anfangen. Aber wir nehmen trotzdem gleich mal ein bisschen was mit. Ich glaube, ich nehme gleich alle drei Bäume mit. Ha! Dann haben die anderen Spieler nichts mehr. Pech gehabt. Ach, da ist ja noch ein Baum. Okay, ich versuche mal in dem Let's Play tatsächlich ein bisschen weniger zu reden. Einfach weil mir gerade diese Hintergrundmelodie extrem gefällt. Was genau bist du? Ein Busch. Tja, auf jeden Fall, wie man schon gesehen hat, es war doch kein Kaffee, sondern Kokosnuss. Macht doch in der Wüste vielleicht ein bisschen mehr Sinn, weil Kaffee braucht eher feuchte Regionen. Fällt mir gerade mal so ein.
Tja, man hat auch schon gesehen, dass mit dem Einsammeln scheint wohl noch nicht so ganz so zu funktionieren. Die Sachen hoppeln immer erstmal eine ganze Weile rum, bevor sie ins Inventar gehen. Ja. Aber gut, solange wie sie ins Inventar reingehen, irgendwann ist es in Ordnung. Ich habe den netten Herrn Entwickler auch direkt ins Forum geschrieben, dass ich diesen Server habe. Das heißt, er selber kann auch hier das Ding als Testwiese benutzen. Ja. Okay. Die Items hoppeln doch ganz schön rum. Ich muss auch zugeben, ich habe das Spiel im Singleplayer noch gar nicht so aktiv gespielt. Ich weiß also nicht, ob das am Server liegt. Oder ob das allgemein so ein Ding von dem Spiel ist, dass es erstmal ein bisschen rumzappelt. Okay. Ach so, ja. Das ist auch noch eine Sache. Es gibt von, diese Mod mit den Tieren. Die gibt es auch separat, wie gesagt, einzeln. Die nennt sich Pets, also P-E-T-Z geschrieben. Wobei das P und das Z groß geschrieben sind. Die Mod basierte früher auf Mobs Redo. Aber mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile braucht man dafür die Mob Kit Mod. Genau. Das ist nur so als Information, weil ich das gerade hier gesehen habe irgendwo. Das heißt, man kann sich diese Tiere auch separat installieren in seinen eigenen Server oder sowas. Aber sich verwundern lassen, es gibt auf der Download-Seite, wie gesagt, zwei Versionen. Einmal eine für Mobs Redo, die ist aber schon ein bisschen veraltet. Und die aktuelle ist halt für Mob Kids. Ein bisschen Bambus. Schade. Komm ich hier hoch? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Kacke. Fuck. Ich würde Bambus haben. Ach komm, muss der Baum halt dran glauben. Was ist der Baum auch ein Baum geworden? Ich habe auch übrigens ein paar Mods installiert, weil ich, ne? Ging halt persönlich erstmal davon aus, dass das, wie gesagt, sehr Mindtest ähnlich ist. Deswegen auch mit Mindtest weitestgehend kompatibel ist. Deswegen habe ich auch so ein paar Mods installiert, wo ich mir so dachte, okay, das könnte funktionieren. Zum Beispiel habe ich die Woodcutting-Mod installiert. Das heißt, man kann Bäume auch, wie gesagt, wieder mit Shift komplett abbauen. Ich habe auch solche Sachen wie die Big Chest-Mod installiert oder Large Chest. Also die, womit man aus zwei Kisten eine große Kiste machen kann. Aber so ganz, ganz heftige Spielereien, wie zum Beispiel die Mobredo, also die Mobredo-Mod sowieso, weil die gibt es ja bereits Tiere. Nee, aber, sag schon. Gott, wie heißen die jetzt? Ave Maria Josef. Genau, diese Dwarva-Mod. Also die mit den Kisten, wo die Bilder vorne drauf sind. Die habe ich zum Beispiel nicht installiert, also nicht aktiviert. Drauf auf dem Server ist sie, aber halt nicht aktiviert. Da will ich später nochmal ausgiebig testen. Warum ist überall direkt Stein drunter? Ist ja mal, da kannst du ja gar keine Bäume mehr pflanzen. Genau, das heißt, solche speziellen Mods habe ich erstmal komplett rausgelassen. Da werde ich dann später vielleicht nochmal gucken, ne, ob die funktionieren. Aber ganz ehrlich, das lohnt sich auch nicht. Aber wie gesagt, solche grundlegende Sachen, wie halt diese Woodcutting-Mods für sehr große Bäume, den Baum da zum Beispiel, ne, den müsstest du halt manuell abbauen.
Und das dauert mir offen gesagt zu lange. Und deswegen habe ich halt den Woodcutting-Mod installiert. Kann man den Baum wieder mit Shift shiften. Die Blätter sehen irgendwie witzig aus. Wow, Alter, was ist das für ein Gezappel hier? Oh, wir sind getrost am Verhungern. Oh, Alter, guckt euch das an. Ja, das ist der große Vorteil an diesen großen Bäumen. Die geben halt extrem viele Blätter. Oh! Das Ding zerlegt er auch gleich mit. Ja, lol, ey. Die Tiere sind süß und dass die Dinger einem folgen, wenn die runterfallen, ist auch süß. Oh. So, okay, das heißt, wir brauchen mal zuallererst ein bisschen Nahrung. Ich werde also primär erstmal versuchen, ein paar Blätter hier bisschen Gras abzuschlagen. Präfekturerkunder. Beziehungsweise, ich mache mal lieber so hier. Aha, perfekt. Nein. Was? Hä? Wieso ist da jetzt nochmal Gras? Wie ist das gerade passiert? Okay, ich habe keine Ahnung. Ja. Tja, dieses Block aufnehmen scheint bei der hier nicht so schnell zu sein, dass mein Trick nicht klappt. Das heißt, ich muss immer abbauen, manuell warten, bis es im Inventar ist und dann wieder hinbauen. Okay, diese komische Mod, die das hier, die scheint sowieso ein bisschen sehr seltsam zu sein. Ich habe das bereits im Inventar, auch wenn es hier noch rumzappelt. Stimmt, davon habe ich sogar was gelesen. Ja. Genau, davon habe ich was gelesen. Das heißt, wenn es bei mir rumzappelt, dann ist es bereits quasi schon meins. Nur die Animation hört noch nicht ganz auf. Ob das so gewollt ist, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Oh, Tiere. Ist das ein Dachs? Nein. Wie heißt das denn? Mann, mit dieser Krawatte am Arsch. Wie heißt denn das Tier? Keine Ahnung. Ist glaube ein Dachs, oder? Nein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, so ein Tier ist das. Es ist ein, keine Ahnung was für ein Tier. Tier. Das ist die neue Rasse. So, rote Blumen. Oh, Alter, die wachsen hier auch von Übermaß. Hier sind tatsächlich 1000 rote Blumen. Dann werden wir gleich mal ein paar mitnehmen. Weil die brauchen wir dann später, spätestens fürs Bett bauen. So, ansonsten, ja, weiße Blumen am besten auch. Kann man auch nie genug haben. So. Die Frage ist, ich glaube mal, wie... Oh, ach stimmt, Wetter gibt's auch. Ah, kacke. Bei Wetter muss ich aber gucken, ob das für den Server nicht ungeeignet ist. Weil Wetter bringt halt sehr viel Overhead. Sehr viel. Alter, ich rede schon wie so ein Besoffener. Weil ich gerade Monks gedutscht habe. Nee, also Regen leckt halt sehr viel beim Server, weil natürlich, wie gesagt, die Tropfen alleine. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. So, hier sind wir wassergeschützt. Regnet das durch den Baum durch? Nee, ne? Na gut. Wir sind ja nicht aus Zucker gebaut. Wir suchen uns erstmal eine schöne Gegend. Oh, da hinten sind neue Pflanzen. Ich klaue mal von jedem ein bisschen was. Einfach, damit wir mal ein bisschen Vielfalt haben. Oh ja, man merkt schon. Na, mit dem Server
mit Regen geht direkt die Performance im Bruch. Oh, ist das Kakao oder Kaffee? Nein, muss ja Kaffee sein. Warum haben manche so ein gelbes Ding drauf und manche nicht? Gibt es da verschiedene Reifegraden oder was? So, das ist Kaffee, ne? Melonen! Ja, leck mich doch am Arsch. Geile Scheiße. So, hier haben wir auch schon blaue Blumen. Sehr schön. Können wir uns bald einen bunten Bart machen. Orangene Blumen haben wir auch schon. Aber die sind neu, ne? Ja, das ist eine Eigenentwicklung. Daisy. Die Frage ist, wo lassen wir uns nieder? Also hier nicht, hier ist mir zu viel Schnee. Wir gehen also mal wieder in die andere Richtung. So in die Richtung vielleicht. Okay, also ich muss mal dran denken, dass ich das Spiel ein bisschen abändere vielleicht. Oder mal gucken, ob man das auch einstellen kann. Dass die Wettermod entfernt wird oder deaktiviert wird. Und wenn ich dann schon mal dabei bin, kann ich auch gleich diese Drop-Mod entfernen. Und dann die Drop-Mod aktivieren, die ich persönlich bei meinen Servern benutze. Weil das mit diesem, dass die Blätter so immer so hin und her waggeln. Ich meine, gut, können wir eigentlich. Nee, doch, das lasse ich. Das gehört zum Spiel dazu, also lasse ich das auch. Nee, aber das Wetter deaktiviere ich. Weil das ist bei Servern halt immer so ein bisschen problematisch. Ja. Wobei, es geht jetzt gerade. Also, scheint hier doch wesentlich performant implementiert zu sein. Ich meine auch gelesen zu haben, dass diese Regenmod, das Spiel hier verwendet, die Sache über den Klienten generiert. Und nicht der Server. So, was ich möchte, ist eine kleine Dülle mit ein bisschen Wasser. Da hinten habe ich schon Wasser gesehen, aber hier ist also viel Sand. Und ich würde gerne Wasser ohne Sand drumherum haben. Das mache ich nämlich für den Anbau von Weizen und so halt besser. Aber hier ist irgendwie alles Sand. Ah, das ist scheiße. Oh, das ist ja auch schon richtig dunkler Wald. Nee, Tannenwald mag ich gar nicht. Gut, gehen wir mal in die Richtung da hinten. Ich hoffe, man hört meine Stimme überhaupt bei der Hintergrundmusik. Oh, ein paar gelbe Blumen. Ach, das hier sind die eigentlichen original-orangen Blumen. Oh, Regen weg. Schön, für die haben wir mittlerweile schon gar keinen Platz mehr. Ah. Komm, ich möchte dich mal weg. Was? Da gibt es nicht mal einen Eintrag für. Was macht ein Panda in so einem Biom? Obwohl, ich meine, hier wächst auch Bambus. Von daher. Hallo, lieber Panda. Lieber Panda, was schaust du mich so an? Du Hurensohn. Ach. Wir wollen mal hier ein bisschen das. Oh, Alter, gleich drei Saplings. Alter, ist ja gut. Gut, was können wir hier? Palm Leaves weg damit. Braucht keine Sau. Stein? Nee, nicht weg. Bambus Leaves weg, dann braucht auch keine Sau. Was haben wir noch, was wir nicht brauchen? Ich sag mal. Komm, davon haben wir auch mehr als genug. Können auch weg. So, jetzt müssen wir eigentlich alles haben. Was irgendwie wichtig ist. Tja, da sollten wir uns mal langsam irgendwo niederlassen, damit wir hier unsere Tasche wieder leer bekommen, ne? Tja, damit haben wir dann wohl unsere Hauptnahrungsquelle wieder gefunden, ne?
Siehe Creator Server. Wo wir uns ja quasi nur von den Blaubeeren ernähren. Ich jetzt auch noch einen Busch, nehme ich auch noch mit. Ich bin fast im Überlegen, ob wir uns nicht einfach direkt hier niederlassen. Ah, da hinten! Guck mal, die Insel da hinten! Da, die ist ja perfekt für uns gemacht. Ist da hinter ein lila Baum? Ich guck mal, ein Schwein pfeift. Ich guck mal, ein Schwein pfeift. Da gibt es sogar Apfelbäume. Oh, die Insel ist ja perfekt. Da hinten ist auch noch mal so... Oh, da, wow, wir hätten nur ein bisschen weitergehen müssen. Da ist auch alles grün. Okay, ich glaube, wir gucken mal in der nächsten Folge, gucken wir noch mal denn kurz darüber. Und dann gucken wir mal, ob wir hier auf dieser einsamen Insel bleiben oder uns da hinten rüber begeben. Oh, rosa Bäumlein. Wobei ich schon fast sagen muss, die Insel hier ist doch eigentlich perfekt, oder? Ist doch eigentlich absolut perfekt. Dahinter ist sogar das weite große Meer, so wie es aussieht. Nee, ich würde fast sagen, wir bleiben hier. Oder da hinten hin. Da hinten ist die Spitze ist auch geil. Wobei, da hat wahrscheinlich noch nicht genug die Map generiert. Ich glaube, man. Ja, da geht's weiter. Nee. Tja, die Frage: Gehen wir da hinten hin oder bleiben wir hier auf der Insel? Hab ich gedacht. Das gucken wir in der nächsten Folge. Jetzt erstmal machen wir mal Folgenpause. Ich glaube, die Folge geht sowieso schon viel zu lang. In dem Sinne, schau mit V.